Herzlich willkommen! Ich freue mich über Ihr Interesse. Mein Name ist Klaus Echtler und das Thema heute soll sein der Unterschied oder Nicht-Unterschied zwischen einem Bürger, also einer privaten Person und dem Unternehmer. Warum gibt es eigentlich diesen Unterschied zwischen Unternehmer und Bürger oder Privatperson? Ich bin der Meinung, wir alle, egal was wir tun, solange wir Unternehmungen machen, sind wir alle Unternehmer. Und wir sollten auch so denken wie Unternehmer. Dazu gehört es zum Beispiel auch zu überlegen, wie viel Zeit ich für etwas aufwende und was mir diese Zeit im Endeffekt wert ist. Genauso wie ein Unternehmer auch denkt und handelt. Solange Menschen, die im Rentenalter in der Pension sind, Unternehmungen veranstalten, solange sind sie auch Unternehmer und sollten nicht von unserem Staat, von unserer Politik, von unseren Verbraucherschutzverbänden als Verbraucher bezeichnet werden. Verbrauchten Unternehmer nichts oder verbrauchen nur Verbraucher was? Was ist denn da der Unterschied? Es gibt keinen Unterschied. Der Mensch ist der gleiche. Und wenn ich sehe, dass man als Verbraucher, wenn man etwas bestellt, ein anderes Widerrufsrecht hat, als ein Unternehmer, der etwas bestellt, dann frage ich mich auch, was soll dieser Unfug, wenn ein Unternehmer für sich zu Hause, für seinen Garten, sagen wir mal, einen Rasenmäher bestellt und der Rasenmäher nicht so funktioniert, wie man sich das vorstellt, dann ist das Widerrufsrecht des Unternehmers eingeschränkt. Der Privatmann, der nicht Unternehmer ist, kann den Rasenmäher innerhalb von, sagen wir mal, einem Monat zurückschicken. Wenn der Unternehmer das Gleiche machen möchte und der Lieferant draufkommt, dass man ein Unternehmen hat, dann kann er sagen, Sie sind doch Unternehmer, Sie können nicht einfach den Rasenmäher zurückschicken, ist vom Umtausch leider ausgeschlossen, funktionieren tut er ja, aber nicht so, wie Sie wollten. Das ist die eine Seite, die mich dazu veranlasst, wenn ich etwas kaufe, inzwischen versuche, als Privatmann aufzutreten oder als Privatfrau, meine Frau, die auch ein kleines Unternehmen als Tierheilpraktikerin hat. Weil dann kann ich die Dinge, die ich bekomme und die nicht so funktionieren, wie sie sollen, umtauschen, zurückgeben. Das ist ein Nachteil, den Unternehmer haben und diesen Nachteil finde ich nicht gerecht. Es ist etwas anderes, wenn ich für meine Firma etwas bestelle und danach reklamiere und rummotze und das nicht bezahlen will, weil es angeblich nicht funktioniert. Das ist was ganz was anderes. Aber wenn ich für mich, für meinen privaten Bereich Dinge kaufe, ich muss ja auch leben privat, ich kann ja nicht alles fürs Unternehmen kaufen, dann muss ich auch so behandelt werden wie ein Privatmann, wie ein Bürger, wie ein Verbraucher. Und umgekehrt ist es so, dass man mit diesem Unterschied, mit dieser Unterscheidung zwischen Verbraucher und Unternehmer auch sagt, du Verbraucher bist viel, viel weniger wert als ein Unternehmer. Für dich, lieber Verbraucher, machen wir eine Verbraucherschutzorganisation. Wir machen Verbraucherschutzbüros in den verschiedenen Städten, da kannst du Hilfe anfordern, weil du hast ja keine Ahnung, du bist ja kein Unternehmer. Du brauchst ja Unterstützung. Wir sagen dir, was zu tun ist, aber wir Verbraucher bräuchten eigentlich eine faire, offene, vorausschauende Information, um diesen Verbraucherschutz eben nicht zu brauchen. Weil man uns eigentlich sagen sollte, denken Sie doch bitte wie ein Unternehmer. Ja? Wenn Sie sagen, ich möchte jetzt zum Kaffee trinken,
Ich wohne hier in Ramingen bei Bad Wörishofen. Ich möchte jetzt zum Kaffee trinken ins Tannheimer Tal fahren. Es ist eine ganz schöne Strecke, dauert ganz schön lang. Und ich überlege mir, ist es das wert, ins Tannheimer Tal nur zum Kaffee trinken zu fahren und dann wieder zurück? Oder fahre ich dann lieber nach, keine Ahnung, nach Bad Wörishofen zum Kaffee trinken? In ein schönes Hotel, Steigenberger oder Sonnengarten? Oder Fontanet, es gibt dort viele Hotels. Werbung mache ich damit keine, ich kriege dafür nichts. Oder fahre ich ins Tannheimer Tal, nehme diesen Aufwand an Energie, an Kosten, an Zeit, um dann hier in Tannheimer Tal schön Kaffee zu trinken. Oder überlege ich mir, einen ganzen Tag ins Tannheimer Tal zu fahren und dann Kaffee zu trinken, spazieren zu gehen, die Gegend zu genießen. Das ist etwas, was ich auch als Privatmann mit unternehmerischem Denken tun kann. Und das sollte in alle Lebensbereiche, sollte das hineingehen. Und ich sehe das auch immer wieder, wenn Unternehmer für sich irgendwelche Verträge schließen. Und ich nehme jetzt mal als Beispiel eine Vorsorgevollmacht oder Patientenverfügung. Dann ist ein Unternehmer eher dafür bereit, zum Beispiel 250 Euro zu zahlen, um diese Dokumente von einem Rechtsanwalt erstellen zu lassen und sie dauerhaft gültig zu halten. Ein Privatmann, ein Bürger, ein Verbraucher, dem sagt man, ach, kaufen Sie doch einfach eine Broschüre vom Justizministerium. Oder lassen Sie sich beraten von einer Stelle im, keine Ahnung, bei Caritas. Da kriegen Sie auch ein Formular, das füllen Sie aus, das kostet gar nichts. Und dann haben Sie tolle Vorsorgedokumente. Wenn Ihnen mal was passiert, wenn Sie einen Notfall haben, dann können andere für Sie sorgen. Aber auch dort müssen die Privatleute, die Verbraucher, die Bürger denken wie ein Unternehmer. Weil sie unternehmen ja ständig was. Und wenn sie nichts mehr unternehmen können, dann wären die Leute, die Privatleute, froh, wenn sie ihre Gesundheit wieder erlangen, wenn sie ihre Selbstbestimmung wieder bekommen würden, die man ihnen nämlich dann nimmt, wenn sie selbst nicht mehr ihre eigenen Dinge erledigen können und vom Amtsgericht einen Betreuer zur Verfügung gestellt bekommen. Und ich glaube, dass jeder Bürger, jede Privatperson im Fall der Fälle, also im Notfall, gerne alles dafür geben würde, wieder gesund zu sein, seine Eigenverantwortung wieder zu bekommen und plötzlich sich wie ein Unternehmer verhält und sagt, ich möchte wieder was unternehmen, ich möchte wieder gesund werden oder ich möchte selbstbestimmt sagen können, ich fahre jetzt mit meinem Auto ins Tannheimer Tal zum Kaffee trinken. Wenn ich aber gespart habe, wie man uns das sagt, als Bürger musst du sparen, du kannst das und das umsonst bekommen, günstiger als woanders, weil du bist ja nur ein Bürger, dann haben wir falsch gedacht. Und so geht das in ganz vielen Bereichen, dass wir als Privatleute, als Bürger, als Bürger hört sich ja schon so total interessant an, als Bürger bürgen wir für die Schulden unseres Landes. Als Unternehmer anscheinend nicht. Als Verbraucher, wir bekommen Verbraucherkredite, wir bekommen Verbraucherangebote und so weiter. Ein Unternehmer ist einfach aus Sicht der Politik und aus der Wirtschaft höher angesehen als ein Verbraucher, ein Privatmann. Und deswegen tut man alles, um in der Politik für die Unternehmer, für die Firmen Vorteile zu schaffen, damit die Unternehmen funktionieren. Aber die Unternehmen funktionieren nur, weil die Menschen, die dort arbeiten, Verbraucher sind, Bürger sind und die sozusagen die Arbeit machen, die wiederum für die Unternehmen Gewinne abwirft und die Politik schön darstellen lässt. Ich möchte Sie darum ermuntern, wachen Sie endlich auf, schauen Sie, dass Sie denken wie ein Unternehmer, handeln wie ein Unternehmer und in Zukunft sich nicht mehr alles gefallen lassen, was man Unternehmen
als Vorteile bietet und fordern sie diese Vorteile auch für sich ein. Dass sie einfach öfter mal hinschauen und sagen, warum bekommt der das und ich nicht? Warum muss man mich schützen und den anderen nicht? Warum bekomme ich eine Information nicht, die andere bekommen? Warum kriegt der andere eine Förderung, die ich nicht kriege? Und das nützt, wird sich nur ändern, wenn wir Verbraucher, wozu ich mich auch zähle als kleines Einzelunternehmen, wenn wir Verbraucher aufstehen und den Mund aufmachen und uns nicht alles gefallen lassen, was die Politik sich einfallen lässt, um Unternehmer zu fördern und Verbraucher weniger oder nicht zu fördern. Das sieht man auch an der Debatte mit unserem Klima, wo man jetzt eine Bepreisung von CO2, eingeführt hat, die so niedrig ist, dass sie keine Wirkung entfaltet. Das sagen alle Experten. Und ich glaube auch, dass, auch wenn sie doppelt so hoch wäre oder 30 Euro statt 10 Euro, auch nichts bringen würde, um wirklich das Klima zu verändern. Das ist auch ein Beispiel, das jeder nachvollziehen kann. Können Sie auch sicherlich im Internet finden oder in Ihrer Tageszeitung das Für und Wider dieser Klimadiskussion. Ja, das soll es für heute gewesen sein. Der Unterschied zwischen Verbraucher, Unternehmer, zwischen Bürger und Unternehmer. Und in diesem Sinne, wie immer, denken Sie dran, es geht erst um die Menschen und dann um die Sachen. Es geht also erst um die Menschlichkeit und das Persönliche und dann ums Geld. Und wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, dann geben Sie mir bitte einen Daumen nach oben, erzählen Sie es ruhig weiter, schreiben Sie Ihre Kommentare unten hinein. Wenn Sie Lösungen haben, diese Probleme anzugehen für sich persönlich, schreiben Sie es auch unten rein, so hat jeder was davon. Und ich freue mich bis zum nächsten Mal. Ihr Klaus Echtler.